Ich denke, ich glaube, das Wichtigste ist immer für mich erstmal, dass wir junge Leute dafür begeistern können, Trainer zu werden. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Der Trainerberuf und der Volleyballtrainerberuf ist jetzt, ich glaube, in Deutschland nicht der erste Beruf, auf den man kommt, wenn man mit der Schule abgeschlossen hat und eventuell auch noch ein Studium gemacht hat. Trotzdem, glaube ich, finde ich diese Arbeit, besonders im Nachwuchsbereich mit jungen Leuten, ist, glaube ich, ein extrem interessanter Beruf, weil es, glaube ich, auch nicht immer nur darum geht, ich sag mal, junge Athleten das Volleyballspielen beizubringen, sondern auch Persönlichkeiten aus ihnen zu machen. Ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung als Spieler auch noch sprechen. Ich habe eine ganz tolle Schule hier gehabt in Schwerin, ganz tolle Nachwuchsschule gehabt und ich habe mit Sicherheit unglaublich viel über Volleyball gelernt. Aber ich glaube, ich habe noch viel mehr als Mensch gelernt und bin hier als Persönlichkeit herangewachsen. Und ich hatte, wie gesagt, viel Glück. Ich hatte tolle Nachwuchstrainer mit einem Dieter Melzer und einem Horst Willi Holz, die mich da sehr geprägt haben. Und ich glaube auch, das ein oder andere Mal, wo die Tendenz war, mal auf die schiefe Bahn zu geraten, auch es geschafft haben, wieder auf die richtige Straße mich zurückzubringen. Und dafür bin ich auch immer noch dankbar und habe auch immer noch allergrößten Respekt natürlich auch vor diesen Leuten. Und von daher finde ich, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und auch sehr interessanter Job, auch wenn nicht alles tolle Volleyballer werden. Aber ich glaube, besonders in dem Alter hat man als Trainer oder kann man als Trainer, glaube ich, sehr prägend sein für junge Athleten.